nehmen. I can do nothing to change the past. What future I have is here in this place. That was true from the moment I first summoned Belafet. Uncle, please go now before Avernus's legions overtake us. Do what you can to redeem the Argent name of the shame I brought upon it. I beg you. Ich kann nichts tun, um die Vergangenheit zu ändern. Meine Zukunft liegt hier an diesem Ort. Das war von dem Moment an vorbestimmt, als ich Belafet zum ersten Mal beschworen hatte. Onkel, bitte geht jetzt, bevor die Legion von Avernus uns überfallen. Tut, was ihr könnt, um den Namen Argent von der Schande, die ich über ihn gebracht habe, zu befreien. Ich flehe euch an. I... May Lathander's light shine upon you, child. Ich möge das Licht von Lathander auf euch scheinen, mein Kind. Es ist vorbei, Bruno, hier gehen wir. Done. Thank the gods. The portal is closed. Let's get that vault door open. I would speak with Torsen Delancey about his decision to lock me in here. It's a sad state of affairs that a dreary vault has as much appeal as this one now does. So, sind Sie also alle fertig mit Reden? Also ja, da regen immer noch die Überreste von Viconia rum, aber ich glaube, wiederbeleben können wir sie nicht, weil sie ist die Einzige, die wiederbeleben kann. Drachensperrgewölbeschlüssel. Es ist vollbracht, den Göttern sei Dank, sagt Corvin. Dundorn, das Portal ist geschlossen. Lasst uns die Gewölbetür öffnen. Ich werde mit Thorstein Delancey über seine Entscheidung sprechen, mich hier zusammen mit den Horden der Höllen einzusperren. Es kann nur noch aufwärts gehen, sagt Nera. Safana, es ist traurig, dass ein trostloses Gewölbe genauso anziehend ist wie dieses. Wie dieses jetzt. Und Aon Archer. Das Tor ist versiegelt und Kayla, sie hat getan, was sie tun musste. Es ist merkwürdig, wieder auf der Welt zu sein. Ich muss mein Leben wieder auf die Reihe kriegen. Wie kann. Ihr braucht nur zu fragen. Hold your fire! Everyone, hold your fire! Die Schlüssel von Kayla öffnen problemlos. Ja, das steht hier leider nicht. Aber Thorstein Delancey sagt nicht schießen. Leute, nicht schießen. Okay. It's good to see you. What happened? Benno, es ist schön, euch zu sehen. Was ist passiert? Das Portal nach Avernus wurde geschlossen. And what of our shining lady? Thorstein Delancey von Tiefwasser. Ich möchte euch auch einen Argent vorstellen, den Ritter des Ordens der Aster. Er soll euch berichten, was mit Kayla passiert ist. Abgesehen von den Geschichten von ihrem Aufstieg und Fall, die man ohne Frage erzählen wird, werden wir nichts mehr von der strahlenden Dame hören. Nehmen wir die zwei. Our forces are sweeping the castle now, checking for traps or pockets of resistance. The surviving crusaders have either fled or surrendered. The siege is ended, as is the threat of the Nine Hells. I believe the time has come to celebrate. Unsere Truppen durchkämmen gerade die Burg und suchen nach Feinden und Widerstandsnestern. Die überlebenden Kreuzritter sind entweder geflohen oder haben sich ergeben. Die Belagerung ist beendet, ebenso wie die Bedrohung durch die neuen Höllen. Ich glaube, es ist an der Zeit zu feiern. Für euch und andere Würdige, die sich im Kampf bewährt haben, werden in der Burg Betten aufgestellt. Wenn ihr hier unten die Feierei beendet habt, sprecht mit Feldwebel Dasso. Ihr findet ihn bei der Treppe zum Hauptgeschoss. Er wird sich um euch kümmern. Is that all you've got for the savior of Dragonspear? You can do better than that. Three cheers for the hero of Baldur's Gate. Ist das alles, was ihr für den Retter von Drachenspeer habt? Das könnt ihr doch besser. Ein Hoch auf den Held von Baldur's Torg. Danke, danke. Ich muss zugeben, ich hatte meine Zweifel an euch, Benno, ja, aber ihr habt euren Wert als Verbündeter bewiesen. Es war mir eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen. Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet, ich muss wieder zu Ski. Und da Kayla besiegt ist, wird es vermutlich einige Feierlichkeiten geben und sie kann etwas übermütig beim Feiern sein, wenn ihr versteht.
Ja, wir haben Vikonia halt verloren. Der Thorsten sagte mir, ich soll euch zum Schlafkartier begleiten. Sagt mir einfach, wenn ihr bereit seid. Worum geht es diesmal? Haben wir irgendjemanden, der wiederbeleben könnte? Ah ja, Dossier könnte wiederbeleben. Darf ich euch ein wenig von eurer Zeit stehen und die zahlreichen Freunde beschreiben, die man durch das Leiden im Immatus nochmal erfahren kann? Nein, dann eben ein anderes Mal. Wie kann ich euch helfen? Ich benötige Heilkünste. Okay. Tote erwecken ist nicht mal so teuer. Ah, mit Hilfe dieses Zaubers kann man sogar einem Elfen oder Halbelfen Halbling. Wenn der Körper des Toten nicht vollständig ist, fehlen dem Wiederweckten die entsprechenden Körperteile. Und er hat nur einen Trefferpunkt, ja. What? Speak, Dostorn. So, da darfst du mal wenigstens alles aufsammeln, was hier dir gehört. So. Ja, ihr braucht nur zu fragen. I'm impressed. When I learned it was you in the vault, I wasn't certain you would be equal to the task. I'm rarely so pleased to be wrong. Ach ja, die Robe von Nefaril. Ach ja, die ist verflucht. Okay. Wie kann ich, wie ihr wünscht. Seht euch das an, Benno, wie sie dort liegt und einfach nur leuchtet. Was für eine Verschwendung. Das Innere dieser Kiste ist von einer klebrigen Substanz überzogen, die geheimnisvoll leuchtet und die Umgebung erhält. Geht es diesmal? Mhm. Ihr braucht nur zu fragen. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Und hier sind wohl alle meine Gefährten, die ich nicht mitgenommen habe. Yes. Die Bedrohung durch Kayla ist gebannt, doch ich fürchte, dass ich noch keinen Schritt näher an der Person bin, die ich eigentlich suche. Trotzdem, Selune hat mich auf den Weg gesetzt. Ich muss ihm folgen, egal wohin er mich führt. Eich? Wisst ihr vielleicht, wo ich einen Schuster finde? Die 10 meiner Stiefel fallen schon fast ab von dem, naja, ihr wisst schon. I have been too long chasing shadows. I must refocus my attention on the task my sisters assigned me. Ich bin zu lange einem Schatten nachgejagt. Ich muss mich jetzt wieder auf die Aufgabe konzentrieren, die mir meine Schwestern aufgetragen haben. You called? Ich glaube, ich habe die letzten Wochen so genossen, wie man solche Dinge genießen kann. Doch ich muss trotzdem sagen, dass ich mich darauf freue, nach Hause zu kommen und Mutter zu sehen. Ja. Es sind unsere Namen, von denen die Skalden in den Tagen und Jahren, die noch folgen, erzählen werden. Doch wäre Kayla siegreich gewesen, sehen die Dinge anders aus. Ach, Voglin ist kein Freund des Dingens, jedenfalls nicht, wenn Trinken gerade viel angemessen erscheint. Ohoho. Wenn ihr einen Weinschlauch seht, lasst ihn mir bitte zukommen, ja? Can I help you? Noch einmal vielen Dank, für das, was ihr in Brückenfort getan habt und natürlich auch hier. Die Schildküste steht in eurer Schuld. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Zuerst Sarivog und Kayla. Glaubt nicht, dass eure Taten nicht bemerkt werden oder ungewürdig bleiben. Oh, tis the hero of Baldur's Gate. Or perhaps a new sobriquet is in order.
Liberator of Dragon Spear, Bane of the Shining Lady. Wenn das nicht der Held von Baldur's Tor ist, oder vielleicht ist er ein neuer Name angebracht. Befreier von Drachenspeer, Fluch der strahlenden Dame. Befreier oder Fluch klingt nicht ganz so gut wie Held, oder? Besser als die Namen, die so manche andere euch gibt. Im Siegestaumel haben viele das Geschehen auf der Eberfellbrücke großzügig übersehen, aber schon bald werdet ihr den Schädel und die Tränen erklären müssen. Sparen wir uns das für ein anderes Mal auf. Zu lange ist es her, dass wir Zeit miteinander verbringen konnten, ohne den Schatten des Untergangs oder einer anderen Bedrohung auf uns zu spüren. My companions and I will continue working to root out any further pockets of resistance that may remain in the castle or around it. Nehmt euch etwas Zeit, unseren Sieg zu genießen, wenn ihr habt es euch verdient. Meine Gefährten und ich werden weiter daran arbeiten, alle noch verbliebenen Widerstandsnester der Burg und im Umkreis zu beseitigen. Lebt wohl. Wie kann ich? Ihr braucht nur zu fragen. Worum geht es diesmal? Ihr braucht nur zu fragen. Gut, dann können wir ja hier raus. Das ist unser Schlaf, genau. Schön euch zu sehen. Ich bin dann dazu aus Tiefwasser. Ich muss sagen, es war eine Ehre, an der Seite des ehemaligen Helden von Baldur's Tor kämpfen zu dürfen. Ehemaliger Held, wisst ihr etwas, von dem ich noch nichts hörte? Baldur's Tor kann euch nicht länger für sich alleine beanspruchen. Ihr repräsentiert jetzt viel mehr als eine Stadt. Ihr seid der Held der Schwertküste und aller Reiche. Das ist zu viel der Ehre, aber ich danke euch dennoch. Wenn ihr mich nur entschuldigen würdet, ich brauche etwas Ruhe. Im Moment repräsentiere ich nur eines und das ist Erschöpfung. Ich gehorche nur mir selbst, bildet euch nichts ein. Ihr werdet nur enttäuscht sein. Nun muss ich euch erstmal eine gute Portion Schlaf nachholen. Nehmen wir die zwei. Dann solltet ihr jetzt nach oben gehen und etwas schlafen, werter Herr. Genießt die Atempause, solange ihr könnt. Man weiß dieser Tage ja nie, wie lange der Frieden anhält. Es wird bis spät in die Nacht gefeiert. Bei all dem Schlemmen und Trinken bleibt kaum Zeit, allen die Hand zu geben. Die dem Helden und... ja. Ski Silvershield. Born into privilege, yet driven to rebel against the destiny her father mapped out for her. Ski Silberschild, als Privilegierte geboren und dennoch will sie gegen das Schicksal rebellieren, das ihr Vater für sie vorherbestimmt hat. She has been challenged, as you have. Has she proven worthy or been found wanting? Let us see. Sie wurde vor eine Herausforderung gestellt, genau wie ihr. Hat sie sich als würdig erwiesen oder lässt sie zu wünschen übrig? Mal sehen. What's happening? I don't understand. Was passiert hier? Ich verstehe nicht. Wird jetzt sie zum Schlechter? No. No. Haben wir jetzt gerade die echte Ski getötet? What the hell's? No. Gods, no. Bei den Göttern, nein. What have you done? What have you done? Was habt ihr getan, Benoja? Was habt ihr getan? Da war ein Monster, es hat mich angegriffen. Ich weiß es nicht. Das scheint offensichtlich. Die bessere Frage ist, warum ich es getan haben könnte. Da war ein Monster. There's only one monster here. The one that stood on Borskir Bridge. A skull scorched into the stone around him. The one covered in Ski Silvershield's blood. Hier gibt es nur ein Monster und das stand auf der Eberfeldbrücke, umgeben von einem in den Stein gebrannten Schädel und mit Ski Silvershields Blut an den Händen. May the gods help you. No one else will. Die Götter mögen euch beistehen, niemand sonst wird es tun. I never knew you had it in you. I knew you had something within you, but this? No. Der Kreuzzug ist am Ende, doch mein Albtraum fing gerade erst an. Ich hätte nie geahnt, dass das in euch steckt, Brenner. Ich wusste, dass etwas in euch steckt, aber das? Nein. Ich muss herausfinden, was heute Abend mit mir passiert ist.
Was war das? Ich habe gesehen, wie Ski sich in ein Monster verwandelt hat und es hart angegriffen. Ich habe dagegen gekämpft, aber alles kam mir so unwirklich vor. Habe ich das Blut an den Händen? Ich muss herausfinden, was heute Abend mit mir passiert ist.